Das ist heute unser Thema, Kopfbedeckung der Frau. Was lehrt die Bibel darüber? Und wir wollen dazu lesen 1. Korinther 11. Das Wort Gottes, ein Kapitel, was vielen gar nicht bekannt ist, aber es gehört genauso zum Wort Gottes wie die ganze Heilige Schrift. Hier schreibt der Apostel Paulus, inspiriert vom Heiligen Geist Gottes, Folgendes. Ich lobe euch, Brüder, dass ihr in allem an mich denkt und die Überlieferungen haltet, wie ich sie euch gegeben habe. Ich will euch aber wissen lassen, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist. Der Mann aber ist das Haupt der Frau, Gott aber ist das Haupt Christi. Jeder Mann, der betet oder weissagt und etwas auf dem Haupt hat, der schändet sein Haupt. Jede Frau aber, die mit unbedecktem Haupt betet oder weissagt, die schändet ihr Haupt. Denn es ist ein und dasselbe, als wäre sie kahlgeschoren. Will eine Frau sich also nicht bedecken, dann lasse sie sich auch das Haar abschneiden. Wenn es aber für eine Frau schändlich ist, abgeschnittenes Haar zu haben oder kahlgeschoren zu sein, dann bedecke sie den Kopf. Der Mann aber soll den Kopf nicht bedecken, weil er Gottes Abbild und Ehre ist, die Frau aber ist des Mannes Ehre. Denn der Mann kommt nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Und der Mann ist auch nicht für die Frau geschaffen, sondern die Frau für den Mann. Darum soll die Frau ein Zeichen der Macht auf dem Haupt haben wegen der Engel. Doch ist weder der Mann ohne die Frau, noch die Frau ohne den Mann im Herrn. Denn wie die Frau vom Mann, so kommt auch der Mann durch die Frau, aber alles von Gott. Richtet bei euch selbst, ziemt es sich, dass eine Frau unbedeckt zu Gott betet? Oder lehrt euch nicht auch die Natur, dass es für einen Mann eine Unehre ist, wenn er langes Haar trägt? Für die Frau aber eine Ehre, wenn sie langes Haar hat, denn das Haar ist ihr zur Decke gegeben. Meint aber jemand streitsüchtig sein zu müssen, der wisse, dass wir diese Gewohnheit nicht haben, die Gemeinden Gottes auch nicht. Wenn wir dieses Wort lesen, liebe Geschwister, dann sehen wir in Vers 2, dass es Überlieferung ist, die gegeben worden ist, aber gleichzeitig ist es Überlieferung eben vom Herrn Jesus. Und es hängt zusammen mit der Schöpfungsordnung. Und diese Schöpfungsordnung ist ja grundlegend, um das Kapitel richtig zu verstehen. Manche Ausleger sagen, das sei nur kulturell bedingt, das hätte sich auf das erste Jahrhundert beschränkt. Aber wichtig ist hier der Vers 3, die Begründung geschieht hier auf verschiedenen Ebenen. Um der Engel willen heißt es später auch, was die Natur uns lehrt. Aber das Wichtigste ist im Vers 3, wo steht die Schöpfungsordnung, wie Gott sie in uns hineingelegt hat. Und so heißt es in Vers 3, ich will euch aber wissen lassen, dass Christus das Haupt jedes Mannes ist. Der Mann aber ist das Haupt der Frau, Gott aber ist das Haupt Christi. Alles, was nun hier steht, auch über Haare und Kopfbedeckung, das hängt in der Schöpfungsordnung zusammen, ist also nicht zeitbedingt und nicht kulturell irgendwie begrenzt auf das erste Jahrhundert oder Russland oder wie auch immer, sondern es ist eine Frage, die jeden Christen und jede Christin betrifft. Natürlich ist das keine heilsentscheidende Frage. Heilsentscheidend ist, dass wir den Herrn Jesus lieb haben, dass wir seine Kinder sind, dass wir erlöst sind durch das Blut Jesu Christi am Kreuz auf Golgatha. Aber es ist eine Frage des Gehorsams. Wenn ich Dinge erkenne aus der Heiligen Schrift, dass ich sie dann auch halte. Mein Heil hängt davon nicht ab. Aber wenn ich etwas erkannt habe und sehe, es ist etwas richtig, dann halte ich es aus Liebe zum Herrn und aus Gehorsam gegenüber Gott und seinem Wort. Das ist die Basis, um das richtig einzuordnen und zu verstehen. Und nun steht hier in Vers 4, jeder Mann, der betet oder weissagt und etwas auf dem Haupt hat, der schändet sein Haupt. Und in Vers 5, jede Frau aber, die mit unbedecktem Haupt betet oder weissagt, die schändet ihr Haupt. Denn es ist ein und dasselbe, als wäre sie geschoren. Will eine Frau sich also nicht bedecken, dann lasst sich auch das Haar abschneiden. Nun gibt es natürlich verschiedene Auslegungen zu diesen Fragen. Wir wollen auch Geschwister tolerieren im Glauben, die das anders sehen. Die können trotzdem auch gerettet werden. Und trotzdem wollen wir erörtern, was hier gemeint ist. Grundsätzlich steht da hier, dass der Mann sein Haupt beim Gebet nicht bedecken soll. Im Judentum wird es seit dem 4. Jahrhundert nach Christus spätestens anders gemacht. Sie berufen sich auf Mose, der
eine Decke über sein Haupt zog, als er vom Berg Sinai kam, im Alten Bund. Aber es schreibt der Apostel Paulus, dass immer noch die Decke auf Israel liegt. Für uns im Neuen Bund ist die Decke hinweggenommen. Und deshalb im Neuen Bund wird das Haupt des Mannes nicht mehr bedeckt beim Gebet. Es ist so, dass Christus ja unsichtbar ist für unser jetziges Dasein. Und weil der Christus das Haupt des Mannes ist, soll auch der Mann sein Haupt nicht bedecken, denn Christus ist unsichtbar, also soll der Mann nichts Sichtbares auf seinem Haupt haben. Wer ist aber das Haupt der Frau? Das Haupt der Frau ist der Mann und der ist sichtbar. Daher ein sichtbares Zeichen, ein sichtbares Symbol der Autorität des Mannes über die Frau. Grundsätzlich gilt hier Epheserbrief Kapitel 5. Ihr Männer, liebet eure Frauen. Und ihr Frauen, ordnet euch euren eigenen Männern unter. Es soll alles im Herrn geschehen. Ich gebe es jetzt frei wieder. Unterordnung und Liebe, es ist ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Und wenn ich meine Frau von Herzen liebe, wird sie sich auch freudig unterordnen. Und als sichtbares Zeichen diese Verschleierung oder dieses Tuch, keine Burka, keine Ganzverschleierung, das ist menschenunwürdig, sondern es geht hier um ein Symbol, eine Bedeckung, die ausdrückt, ich habe ein sichtbares Haupt über mir, meinen Mann, und deshalb bedecke ich mir auch das Haupt, so wie es etwa auch hier abgebildet ist. Nun sagen ja manche, und es ist durchaus zu bedenken, dass die natürliche Haartracht schon die Bedeckung des Hauptes sei. Aber warum muss dann gesagt werden, dass der Mann sein Haupt nicht bedecken soll? Das wäre ja unlogisch, wenn es dann extra nochmal bei der Frau betont wird. Denn wenn jeder sowieso Haare hat, ja, dann müsste es nicht extra betont werden. Es geht also um eine zusätzliche Bedeckung. Der Mann soll nichts zusätzlich auf seine Haare noch hin drauf machen. Die Frau aber, da heißt es, wenn sie sich nicht bedecken will, also ihr Haupt nicht verschleiern, dann lasse sie sich das Haar abschneiden. Das war damals üblich für unmoralische Frauen im ersten Jahrhundert. Heute ist es ja nicht mehr so einzuordnen oft. Durch die 60er Jahre oder schon die 20er Jahre kam ja der Bubikopf und all diese Dinge. Aber die Bibel lehrt uns an sich und ist auch eine Frage der Erkenntnis und des Gehorsams. Die Frau, so wie es ihr von Natur gegeben ist, auch von ihrem hormonellen Haushalt her, durch die Östrogenproduktion, sie hat ein besseres Haarwachstum. Und der Mann, der Testosteron bestimmt ist, er hat mehr Haarausfall. Und bei der Frau wachsen die Haare in der Regel länger. Es gibt natürlich Krankheitsfälle, es gibt Haarausfall. Und da wollen wir auch nicht gesetzlich sein, ja, ist ganz klar. Aber grundsätzlich, wo es möglich ist, da ist es besser und auch schöner und biblisch, wenn die Frau ihr Haar wachsen lässt, sodass sie jedenfalls von Mann unterscheidbar ist durch die Haartracht und die Haarlänge und der Mann das Haar eben nicht lang wachsen lässt. In Vers 7, ich gehe jetzt erstmal ganz schnell durch und werde dann noch einiges vertiefen, aber wir wollen ja sicher auch noch drüber reden. Da steht ja, der Mann soll das Haupt nicht bedecken, weil er Gottes Abbild und Ehre ist, die Frau aber des Mannes Ehre. Also, wie schon gesagt, der Mann hat das unsichtbare Haupt, Christus über sich, deshalb keine sichtbare Bedeckung. Die Frau hat das sichtbare Haupt des Mannes über sich, deshalb eine sichtbare Bedeckung, als Zeichen der Wahrung, der Schöpfungsordnung in Epheser 5. Und da ist es ganz klar als Schöpfungsordnung genannt. Übrigens bringen ja manche den Vers ins Feld, Galater 3,28, da heißt nicht mehr Jude, nicht mehr Grieche, nicht mehr Mann, nicht mehr Frau, nicht mehr Sklave, nicht mehr Freier. Das ist richtig, aber das bezieht sich auf die Erlösungsordnung. Man muss die Erlösungsordnung unterscheiden von der Schöpfungsordnung. Was die Erlösung angeht, das Heil in Jesus Christus, sind Mann und Frau völlig gleich. Für beide gilt die Erlösung, das Opfer unseres Heilandes Jesus Christus auf Golgatha, völlig gleich. Das ist die Erlösung. Aber trotzdem bleiben die Unterschiede zwischen Mann und Frau bestehen. Und heute gibt es ja diese endzeitliche, antichristliche Ideologie des Genderismus oder Gender Mainstreaming, die die Unterschiede völlig aufheben will, bis hin zur Geschlechtsumwandlung und was alles da angestrebt wird. Ich denke, da sind wir uns alle einig, dass das völlig daneben ist und verwerflich ist. Während natürlich auch in christlichen Kreisen, auch in oft klarstehenden christlichen Kreisen über solche Fragen wie Kopfbedeckung und so diskutiert wird. Ich gebe euch heute die Erkenntnis wieder, die ich aufgrund des Wortes Gottes gewonnen habe. Ich spreche niemand den Glauben ab, der das vielleicht anders sieht.
Ich persönlich habe aber oft auch mit diesen Stellen beschäftigt und ich kann es einfach nicht anders verstehen, als so, wie es hier geschrieben steht, weil ich es eben von der Schöpfungsordnung her so erkenne. Nun, liebe Geschwister, liebe Besucher, wir wollen weitergehen. Hier steht nun in Vers 8, der Mann kommt nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Das bezieht sich auf die ursprüngliche Schöpfung. Auch hier wieder die Schöpfungsordnung. Adam war vor Eva geschaffen. Eva, so sagt es Gottes Wort, ist aus der Rippe des Adam genommen. Man nimmt an, weil das am nächsten bei seinem Herzen ist, diese Rippe. Ja? Also auch ein Zeichen der Liebe, der Verbundenheit zwischen Mann und Frau. Aber auf jeden Fall, der Mann kommt nicht von der Frau, sondern die Frau vom Mann. Also hier, der Mann war zuerst, dann die Frau. Das ist jetzt keine Abwertung der Frau. Ja? Sie ist genauso erlöst, hat genauso die himmlische Herrlichkeit, ist genauso auch in vielem begabt wie der Mann. Aber wir dürfen einfach die Schöpfungsordnung, die Hauptstellung nicht verdrehen. Und heute wird ja in vielen Kirchen und Freikirchen leider auch schon Pastorinnen, Ältestinnen und all dieses eingeführt. Das ist völlig gegen das Wort Gottes, weil es die Hauptstellung verdreht, ins Gegenteil verkehrt. Nun lesen wir noch weiter in Vers 9. Und der Mann ist auch nicht für die Frau geschaffen, sondern die Frau für den Mann. Ihr Verlangen soll nach dem Mann sein, heißt es in Genesis 3, 1. Mose 3. Und sie ist als Gehilfin für den Mann geschaffen, dass sie um ihn sei. Und ja, aber der Mann soll die Frau lieben und schützend seine Hand über sie halten. Wunderbar, wenn das gewahrt wird, da kann eine wirklich glückliche Ehe und harmonische Familie entstehen. Und dann wieder die Begründung von dieser Schöpfungsordnung her, nicht kulturell eingegrenzt irgendwie, sondern grundlegend. Darum soll die Frau ein Zeichen der Macht auf dem Haupt haben. Und jetzt kommt ein weiterer Aspekt, wegen der Engel. Engel sind nicht Älteste gemeint, nicht wegen Menschen, sondern es ist so, dass es ja Engel gibt, die Gott geschaffen hat. Es gibt die guten Engel, die Gott immer noch dienen, und es gibt die gefallenen Engel, die zu Dämonen geworden sind. Und diese Engelwelt, die schaut auf uns, auch in der Versammlung. Die schaut auf uns. Und die Engel, die Gott gehorsam sind, die wollen sehen, dass auch in der Gemeinde die Ordnung Gottes gewahrt ist. Und so verstehe ich diese Stelle, um der Engel willen. Ja, soll auch dieses als sichtbares Zeichen für die Engel gewahrt sein. Gott kann ins Herz schauen, aber die Engel nicht. Die Engel sehen die äußere Ordnung. Jedenfalls wüsste ich nicht, dass es eine Stelle gibt, wo die Engel ins Herz schauen können. Das sind auch Geschöpfe, zwar unsichtbar und in gewissem Sinn momentan höher stehend als wir Menschen, aber es heißt auch, dass wir einmal über Engel richten werden, die Gläubigen, 1. Korinther 6. Aber jetzt ist es so, dass die Engel dieses sichtbare Zeichen sehen möchten, aus der unsichtbaren Welt schauend, und auch in unserer Versammlung ist Gott gegenwärtig und sind auch Engel, die schauen, hält diese Versammlung diese biblische Ordnung oder nicht. Um der Engel willen. Ich muss mich jetzt relativ kurz fassen, damit wir noch Zeit zum Gespräch haben. Aber ich will es einfach mal kurz skizzieren, diese Lehre der Bibel, so wie es nach meiner Erkenntnis zu verstehen ist. Und dann Vers 11, doch ist weder der Mann ohne die Frau, noch die Frau ohne den Mann im Herrn. Da wird wieder ganz klar gesagt, im Herrn, in der Erlösung, sind wir völlig verbunden mit dem Herrn und auch miteinander. Da gibt es keinen Unterschied. Im Herrn Jesus ist der Zaun abgebrochen, da ist weder Jude noch Grieche, weder Sklave noch Freier, weder Mann noch Frau. Aber die Ordnungen, die Geschlechtsunterschiede, die Hauptstellung, die bleibt bestehen. Also habt ihr das verstanden, diesen Unterschied? Ja, einerseits die Schöpfung mit den unaufhebbaren Unterschieden zwischen Mann und Frau, andererseits die Erlösung, die allen gleichermaßen gilt, die den Herrn Jesus als ihren Retter und Herrn angenommen haben. Vers 12, denn wie die Frau vom Mann, so kommt auch der Mann durch die Frau, aber alles von Gott. Ist es nicht wunderbar? Die Frau kommt vom Mann, Adam hat zuerst geschaffen, aber gleichzeitig kommt jetzt auch der Mann durch die Frau, weil ja wir alle geboren sind durch die Frau. Ja? Ohne Frau gibt es keine Geburt. Und so, aber alles von Gott. Jedes Geschöpf, das hier auf der Erde das Licht der Welt erblickt, ist ein Geschöpf Gottes. Noch nicht ein Kind Gottes. Kind Gottes sind wir erst, wenn wir wiedergeboren sind durch den Geist Gottes, wenn wir Kinder Gottes
geworden sind durch die geistliche Wiedergeburt gemäß Johannes 3. Und nun kommt noch der Blick auf die Natur, die Physis oder die Sitte auch. Vers 13 folgende: Richtet bei euch selbst oder urteilt bei euch selbst. Ziemt es sich, gehört es sich, ist es schicklich oder anständig, dass eine Frau unbedeckt zu Gott betet? Ich kann nicht verstehen, dass es Ausleger gibt, die diese Verse genau rumdrehen und sagen, das sei alles ein Kampf des Paulus gegen den Schleier. Im Gegenteil, er fragt hier, ziemt es sich, dass eine Frau unbedeckt zu Gott betet? Oder lehrt euch nicht die Natur, dass es für einen Mann eine Unehre ist, wenn er langes Haar trägt, für die Frau aber eine Ehre, wenn sie langes Haar hat, denn das Haar ist ihr zur Decke gegeben. Das ist natürlich eine Stelle, wovon viele ableiten, dass das Haar, das lange Haar, eben auch die Bedeckung sein könnte. Aber ich habe ja schon ausgeführt, so verstehe ich zumindest, dass in Vers 6 eine doppelte Bedeckung gemeint ist. Erstens das lange Haar als Zeichen der Anständigkeit, auch der Bedeckung gegenüber begehrlichen Blicken der Umwelt und gleichzeitig die Bedeckung des Hauptes auf dem Haar als Zeichen der Unterordnung unter den Mann als ihr Haupt. Also eine doppelte Frage. Erstens die Anständigkeit durch das lange Haar als Bedeckung, durch die Haartracht. Und zweitens die Hauptbedeckung durch den Schleier oder auch das Tuch. Und zwar soll das so sein, dass das Haupt bedeckt ist. Wir müssen jetzt nicht hier Zentimeter messen, aber es ist nicht so, dass ein ganz schmales Bändchen eine Hauptbedeckung wäre. Wenn, dann soll es schon zumindest hier oben das Haupt bedeckt sein. Ja. Wir lehren jetzt, wie gesagt, keine Ganzverschleierung oder Burka, das halte ich auch für menschenunwürdig, wie es in manchen Religionen ja vertreten wird. Es haben nur noch solche Schlitze ausgehoben und so. Also damit darf man das jetzt überhaupt nicht verwechseln. Das sagt die Bibel an keiner Stelle. Und es heißt ja auch beim Beten und Weissagen. Es wird nicht gesagt, dass man das immer tragen sollte, sondern wenn man betet oder Kinder oder andere Frauen lehrt als Frau. Die Frau soll ja nicht den Mann lehren. Ja, das würde auch der Hauptordnung gemäß Epheser 5 widersprechen. Sondern sie soll die anderen Frauen lehren, gerade die älteren Frauen, die jüngeren, Titus 2, ich habe das kürzlich ausgelegt, und auch die Kinder. Die Kinderbelehrung ist ein ganz wichtiger Auftrag für die gläubige Frau. Und dann steht in Vers 16, meint aber jemand streitsüchtig sein zu müssen, der wisse, dass wir diese Gewohnheit nicht haben, die Gemeinden Gottes auch nicht. Und damit kann nur gemeint sein, die Gewohnheit, dass der Mann langes Haar trägt, die Frau kurzes und dass die Frau unbedeckt betet und der Mann bedeckt. Diese Gewohnheit haben wir nicht, sondern so wie es hier geschrieben steht und so wie es auch bei uns, denke ich, der Fall ist, dass man sich schicklich kleidet, dass man das Haupt bedeckt, als Frau, als Mann nicht bedeckt und dann auch gerade beim Gebet diese biblische Ordnung einhält. Jetzt habe ich einen ganzen kurzen Durchgang gemacht, jetzt will ich noch systematisch einiges ergänzen. Noch etwa 20 Minuten. Es geht also, wie schon gesagt, um die Schöpfungsordnung. Der heutige Zeitgeist aber ist geprägt von der sogenannten Emanzipation. Man will sich herauslösen aus allen Ordnungen Gottes. Auch in christlichen Gemeinden wird vieles über den Haufen geworfen, als kulturell bedingt erklärt oder als persönliche Meinung des Apostels Paulus hingestellt. Aber das, was Apostel Paulus schreibt, ist vom Geist Gottes inspiriert, ist genauso Wort Gottes wie das, was der Herr Jesus und was die Evangelien berichten. Es ist eine heilige Schrift. Wir können nicht Stellen gegeneinander ausspielen. Man kann auch sagen, es sind nur Äußerlichkeiten, aber mein Gegenargument lautet, dass das Äußere ein Abglanz des Inneren ist. Das, was ich im Inneren erkannt habe und im Glauben leben möchte, das wirkt sich auch nach außen aus. Man erkennt also auch vom Äußeren her, was im Inneren ist. Und das Äußere spiegelt das Innere wider. Wenn ich anstößig nach außen hin auftrete, dann ist auch mein Herz im Inneren nicht wirklich gereinigt und geheiligt. Und die Frage stellt sich, akzeptiere ich das Wort Gottes wirklich in allen Punkten als irrtumsloses Wort oder mache ich irgendwo Abstriche? Versteht mich nicht falsch, wir halten nicht jetzt alle 613 Gebote des Judentums aus dem Alten Testament, das ist in Jesus Christus erfüllt. Aber wenn im Neuen Testament für die Gemeinde eine Ordnung steht, dann sollten wir das wirklich für uns prüfen und beherzigen. Ich werde jetzt niemanden verurteilen, der vielleicht das jetzt anders erkennt, ja, steht mir auch gar nicht zu. Bitte, da möchte ich auch um Verständnis bitten, aber jeder oder jede möge doch selber einmal diese Stelle nochmal unter Gebet prüfen, lesen und prüfen, wie sieht es in meinem Leben aus? Bin ich hier dem Herrn
gehorsam? Oder habe ich mich so dem Zeitgeist angepasst? Möchte ich nicht unangenehm auffallen? Denke ich vielleicht, die Nachbarn werden Anschluss nehmen, wenn ich mir so ein Tüchlein auf den Kopf setze beim Gebet? Ja, ich weiß nicht, was für Probleme das eigentlich sind. Aber es ist wohl die Angst auch vor Menschen, vielleicht auch eben eine andere Sicht, das mag durchaus sein. Aber wenn es auch nur einmal in der Bibel steht und ausführlich, dann gilt es eben doch als Gottes Wort. Wir sollten uns auf keinen Fall dieser feministischen Gleichmacherei oder dem Genderismus anpassen, sondern Gottes Ordnung wahren. Im Griechischen stehen ja übrigens verschiedene Begriffe, die Macht auf dem Haupt, die Exousia, oder auch die Katakalypsis, die Herabverhüllung, was eben zeigt, dass es nicht nur ein Bändchen ist, sondern wirklich eine Bedeckung. Oder auch noch der Begriff Peribolaion, Umhüllung oder Schleier wird es auch übersetzt. Das sind verschiedene Begriffe, auch für die langen Haare und auch für die Bedeckung, die hier verwendet werden. Nun, ich werde jetzt manches überspringen. Ich kann jetzt nicht hier stundenlang sprechen, will euch auch noch zu Wort kommen lassen. Ich habe ja auch schon erwähnt und will es auch noch mal begründen, warum Frauen, sie haben viele wunderbare Gaben und Aufgaben, aber sie sollen nicht in der Gemeinde des Herrn lehren und regieren, so hat es mal ein Bruder ausgedrückt. Also sie sollen nicht Männer belehren, weil da die Hauptstellung verkehrt würde, und sie sollen nicht gemeindeleitende Funktion haben. Der Ältesten- und Hirtendienst ist, wie auch der Apostolat im Neuen Testament, ausschließlich Männern vorbehalten. Nun werden dadurch Argumente gebracht, zum Beispiel in Römer 16, Vers 7 würde der Begriff Junian stehen, und das sei eine Apostelin gewesen, aber das kann genauso von Junias kommen, einem Männernamen. Und wenn man davon ableiten will, dass es auch Apostelinnen gegeben habe, dann ist das nicht statthaft, weil wir müssen bei solchen wichtigen Lehrentscheidungen immer von den klaren Stellen der Heiligen Schrift ausgehen und nicht von den unklaren Stellen. Ja, mit unklaren Stellen könnte man zum Beispiel auch die Sterndeuterei begründen. Etwa, wo die Weisen aus dem Morgenland zum neugeborenen Jesuskind ziehen. Das waren sicherlich auch astrologisch Bewanderte, aber sie kamen ja von der Finsternis zum Licht. Die klare Stelle sagt, du sollst dich nicht zu okkulten Dingen wenden, 5. Mose 18, 9 folgende. Und genauso, wenn Gottes Wort ganz klar sagt, und da gibt es viele Stellen, zum Beispiel im 1. Timotheus 3, Vers 2 und Titus 1, Vers 6, dass Lehrdienst eindeutig den Männern vorbehalten ist, dann können wir das nicht übertreten. Das sind ganz klare Aussagen. Im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, steht zum Beispiel, eine Frau soll in der Stille lernen, in aller Unterordnung. Ich erlaube einer Frau nicht zu lehren, auch nicht, dass sie über den Mann herrscht, sondern sie soll sich still verhalten. Denn Adam wurde zuerst gebildet, danach Eva, und Adam wurde nicht verführt, die Frau aber wurde verführt und geriet in Übertretung. Da könnte man jetzt vieles sagen, es geht darum, dass die Frau zuerst verführt wurde und dann mittels der Frau dann auch der Mann sich hat verführen lassen. Aber die Frau ist wohl medial empfänglicher für das Okkulte, generell gesehen, der Mann eher für das Sexuelle. Und gerade weil es hier um Lehrfragen auch geht und da auch Geistesmächte wirken, ist sicherlich eine Begründung aus 1. Timotheus 2, kann man das so ableiten, dass die Frau nicht die lehrfestlegende Funktion einer Gemeinde haben soll. Jetzt möchte ich in Anknüpfung an Bruder Rudolf Eberzeuse, er hat auch ein Buch geschrieben, Als Frau zur Ehre Gottes leben. Ich stimme dem meisten zu, nicht allem, was er schreibt, aber dem meisten. Er hat darin aufgelistet, hier 10 Aufgabenbereiche für die gläubige Frau. Und wenn sie das wirklich wahrnimmt, ist sie voll ausgelastet. Da muss sie nicht die Lehr- und Leitungsfunktion, wie es heute leider im Zeitgeist der Emanzipation ist, muss sie das nicht an sich reißen wollen und damit Gottes Wort übertreten, Gottes Gebot übertreten. Und zwar das weite Feld des Dienstes für die Frau in der Gemeinde. Erstens, ich zitiere jetzt mal hier Bruder Eberzeuser, die Erziehung der Kinder. Zweitens, ein gastfreies, gottesfürchtiges Haus. Drittens, gute Werke. Viertens, persönliche Evangelisation von Mensch zu Mensch und Frau zu Frau. Fünftens, Barmherzigkeit, Hilfe und Trost für Gläubige, Werke der Nächstenliebe. Sechstens, praktische Diakonie. Siebtens, Kinderarbeit in der Gemeinde. Achtens, Unterstützung für das Werk des Herrn, Mission durch Gaben und Einsatz. Neuntens, Gebet und Fürbitte für die Gemeinde. Und zehntens, Unterstützung für den geistlichen Dienst des Mannes. Ganz wichtige Aufgabenbereiche für die
gläubige und Gottes Wort gehorsame Frau. Ja, jetzt habe ich ja manches schon gesagt und ich denke, ich werde jetzt hier auch abschließen. Wie gesagt, mir ist noch ganz wichtig zu betonen, dass ich auch am Ende meines Büchleins geschrieben habe, darauf habe ich jetzt auch zurückgegriffen, wer das vertiefen will, Kopfbedeckung der Frau, was lehrt die Bibel darüber. Ich möchte am Schluss nochmal Folgendes betonen. Die Bedeckung und die Haartrachtfrage ist keine zentrale Frage, es ist eine Gehorsamsfrage, wenn ich es erkannt habe. Wir wollen nicht über Menschen richten, die das anders sehen. Wir wollen aber vom Wort her alles prüfen und dann unser Leben danach ausrichten. Ich möchte vielleicht eins dazu auch noch sagen, es gibt manchmal Frauen, die bedecken ihr Haupt, aber sie ordnen sich nicht unter. Und es gibt Frauen, die bedecken ihr Haupt nicht und führen trotzdem eine glückliche Ehe und Familie. Das gibt es auch. Und am besten ist es, wenn natürlich beides zusammen stimmt. Die Bedeckung des Hauptes und auch die Unterordnung. Und wenn das nicht dann ins Gegenteil verkehrt ist. Also versteht, was ich damit sagen will. Das Äußere ohne das Innere ist wertlos. Das Ideale und das Biblische ist, wenn das Äußere und das Innere aus Liebe und Dankbarkeit für den Herrn Jesus zusammenkommen, zusammenstimmen. Und auch dann sind wir keine perfekten Christen, keine perfekten Menschen. Wir brauchen immer, ob wir jetzt das Haar kurz oder lang haben, bedeckt oder unbedeckt, wir brauchen alle die Vergebung, die Erlösung durch unseren Herrn Jesus Christus. Das ist das Zentrum. Und das möchte ich ganz klar betonen. Amen.